Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, wir sammeln erstmal unsere Kohle ein. Das ist eigentlich immer der erste Akt, den wir hier reißen. So. So, dazu brauche ich eigentlich nichts weiter sagen, wisst ihr ja selbst. Also wir sammeln hier erstmal die Kohle ein und dann sehen wir natürlich, was hier im Turnier los ist, was wir hier noch so reißen können im Event und was wir eventuell noch für neue Dinos am Start haben. Ich habe einen neuen legendären, den will ich euch natürlich gleich mal zeigen. Und natürlich brüte ich auch gerade noch einen extrem seltenen aus, weil die Wahl für dieses Event muss ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen was einfallen lassen, um hier irgendwie kampffähig zu sein und meine Gegner nicht immer gewinnen zu lassen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. So, wie fangen wir an? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein, checken hier erstmal die Lage, gucken, ob wir den... Ah, kriegen wir nicht evolutioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das funzt, aber gut, okay, müssen wir gleich nochmal probieren. So, hier brüten wir ihn aus. Den seht ihr. Das ist der... Ist auf jeden Fall ein extrem seltener. Wisst ihr, welcher das ist? Ich weiß es auf jeden Fall, könnte ich euch jetzt sagen, aber nö, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da einen Plan habt. So, was gibt's noch Neues? Und zwar gibt's Neues, das kann ich euch gleich mal zeigen. Wir haben hier einen neuen Dino am Start und zwar einen legendären Pflanzenfresser. Therizinosaurus, okay. So, dann pimpen wir den erstmal bis auf 10. Hier seht ihr, was er für Power hat. Was er auf Level Nummer 10 hat, weiß ich noch nicht. So, okay. Ja, nicht so verkehrt. Klar, angriffsmäßig ist es nicht so Bombe, aber verteidigungstechnisch hat er auf jeden Fall gut was auf Tasche. Von daher könnte man sich da mal überlegen, ob man den vielleicht im Kampf mit einsetzt. So, dann würde ich sagen, gehen wir aber erstmal zu den fiesen Fleischfressern, zu dem Event hier und gucken, was da so je zwei Tage jetzt noch. Hier haben wir natürlich noch unser Turnier, wo wir den Antarktopelter bekommen können. Ich weiß nicht, habt ihr den schon? Manchmal kriegen wir ja hier auch so ein Glücksrad. Habt ihr den da schon bekommen? Ich nicht. Von daher hoffe ich natürlich, dass da noch was geht. Wir sind jetzt auch ganz schön abgeschmiert auf Platzierung Nummer 42 in der Jägerliga. Ich war schon in einer besseren Liga. Ich war schon in einer Raubtierliga, bin aber wie gesagt abgeschmiert, weil meine Dinos sind nicht so mega. Von daher müssen wir da auf jeden Fall noch was reißen, um hier weiterzukommen. So, das schließe ich aber erstmal. Ich konzentriere mich erstmal hier rauf und kämpfe hier natürlich. Was haben wir hier? Fleischfresser extrem selten. Okay, ihn brauchen wir. Dann haben wir den Velociraptor am Start. Okay. Und dann können wir natürlich noch ein paar andere mit ins Boot nehmen. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, wen ich da nehmen soll. Bin ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall wäre praktisch, wenn man Amphibien mitnehmen würden. Würde ich wohl sagen, dass wir das machen. Nehmen wir den mit ins Boot und dann nehmen wir auf jeden Fall unseren Tyrannosaurus mit und gucken, was geht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie wollen wir das am besten veranstalten? Wollen wir den lieber vorne hinsetzen? Ist vielleicht sinnvoller. Nö, ich lasse es so. Probieren wir einfach mal, ob das funzt, ob wir es auf die Reihe kriegen. Das ist natürlich die Frage. Wir haben natürlich hier einen Gegner, der extrem heftig ist. Ich nehme die erstmal mit in die nächste Runde. Ich hoffe natürlich nicht, dass der gleich mit 2 angreift. Macht er auch nicht. Das ist erstmal richtig mega. So, und dann nehmen wir hier nochmal alle 3 mit. So, er blockt ihn, hat noch 2 Schläge. Jetzt wieder 3. Greift er an oder lässt er? Er lässt es so, ja. Er könnte jetzt 3 blocken. Was ich aber nicht glaube, dass er macht. So, 2 blockt er vielleicht. Naja, gut, okay, der blockt ja keinen. Hätte ich den vorher gewusst, hätte ich es natürlich anders gemacht. Aber gut, okay, jetzt ist es so, wie es ist. Den ersten haben wir auf jeden Fall vernichtet. Das ist für uns erstmal relativ gut. 6 Schläge hat er. Mit 3 greift er an. 3 könnt er jetzt blocken, nur mal so zur Info. Wir haben 5 Schläge und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Gucken, was er macht. Er blockt 3, so wie ich es mir gedacht habe. Jetzt könnte er mit 4 angreifen, wenn er wollte. Macht das? Nö, macht er nicht.
Und dann nehmen wir zwei mit in die nächste Runde. Ein Block da, gut, okay, das war auf jeden Fall richtig mega. Den haben wir auch auf den Anleihenheimat. Von daher haben wir nur noch einen vor uns. Und ich denke schon, dass wir den Rajasaurus ohne auseinanderhämmern können. Klar, der hat 7 Schläge, könnte jetzt mit allen 7 angreifen. Mit 6 greift er an, reißt uns natürlich auseinander. Das Gute daran ist aber, dass wir jetzt natürlich unseren Tyrannosaurus am Start haben. Er kann nur mit ihm blocken. Wir haben 6 Schläge, von daher gehen wir aufs Ganze und reißen den hoffentlich auseinander, holen uns das extrem seltene Paket. Wie gesagt, in dem Let's Play eigentlich mega geil. Wir haben legendären Dino am Start, einen neuen. Außerdem brüten wir gerade einen extrem seltenen aus, wo ihr in die Kommentare schreiben könnt, was das für einer ist. Würde mich natürlich interessieren. Und jetzt kriegen wir natürlich noch ein extrem seltenes Paket. Da checken wir natürlich auch mal die Lage. Was gibt es da? Coole Sache, den Velociraptor, den können wir natürlich richtig gut gebrauchen. Von daher haben wir alles richtig gemacht. Das Event haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, können wir uns den Velociraptor erstmal suchen. Wo haben wir denn den? Ich glaube, der ist weiter hier unten irgendwo. Da haben wir einen, eben auf 20, dann haben wir nochmal auf 10. Dann können wir uns den auf jeden Fall nochmal holen, um unseren Velociraptor dann bis auf 30 pimpen zu können. Das wäre auf jeden Fall richtig nobel. Von daher würde ich das einfach vorschlagen. So, wie gesagt, das haben wir erledigt. Dann könnte man eigentlich hier noch kurz warten, bis unser Paket am Start ist. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was da so geht. Und dann haben wir hier natürlich noch ein Turnier, wo wir natürlich auch nochmal angreifen könnten. Aber das ist natürlich nicht so leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal mit den dreien. Mit denen werden wir zwar nicht viel reißen, weil mein Fleischfresser ist nicht am Start. Das ist natürlich richtig bitter. Ach, von daher würde ich sagen, lassen wir den warten erstmal, bis unser Tyrannosaurus wieder am Start ist und gucken dann, was da so geht. So, das ist gleich vorbei. So, wie machen wir weiter? Wir haben 3 legendäre Dinos. Könnten jetzt natürlich nochmal gucken, ob wir uns hier im Markt eventuell nochmal ein paar kaufen, weil die Wahl, das wäre schon wirklich sehr wichtig. Da will ich mal hier auf Pflanzenfresser gehen, gucken, ob der... Ah, der ist noch gar nicht dabei. Das ist natürlich bitter. Dann könnten wir eigentlich nur den Flugsaurier eventuell noch mal ein bisschen pimpen. Für 2900 DNS könnten wir den kaufen. Das wäre auf jeden Fall auch eine noble Sache. Würde ich mir auf jeden Fall mal überlegen, ob ich mir den hole oder ob ich es lasse. Könnte natürlich mir auch noch einen Tyrannosaurus E2 holen. Das wäre natürlich auch richtig mega. Aber ich würde sagen, ich entscheide mich erstmal hierfür. Hol mir dafür 2910 DNS auf jeden Fall noch einen. Aber ich weiß noch nicht, wann ich es mache. Wir müssen hier noch ein paar Stunden warten. Von daher kann man das auch später machen. Denke ich jedenfalls, ist vielleicht sinnvoller. So, dann haben wir hier das Paket. Das müsste eigentlich gleich fertig sein. Das sammeln wir gleich mal ein. Gucken, was das hier so gibt. Kriegen wir einen neuen. Ah, ich habe gedacht, das wird vielleicht ein extrem seltener. Das wäre natürlich richtig geil gewesen, aber ist es nicht. Was haben wir vor? Wir haben verfügbar über 2 Gebäude mit einem Bonus von mindestens 28%. Alter, was ist denn das für eine krasse Scheiße? 27. So, wie viel haben wir jetzt? 31. So, dann haben wir die Aufgabe erledigt. Richtig mega. Haben wir gleich mal wieder 10
Taler hier mitgenommen. Was haben wir dann hier für Nuffjabel? Entwickler einen beliebigen Kohlegebrunnen auf Stufe 31 zu erreichen. Okay, da müssen wir noch was machen. Und schließe Kampfstufe Nummer 26 ab. 26 oder 28? Warte mal. 26. Da können wir den Bonita Saura bekommen. Das ist natürlich nicht so cool. Also mir wäre auf jeden Fall lieber gewesen, hätten wir dann eventuell einen Extrem oder einen sehr seltenen irgendwie bekommen. Von daher finde ich das jetzt ein bisschen doof. Aber ist egal, ist halt so, wie es ist. So, wie gesagt, wer von euch hat den Antarktopelter schon am Start? Würde mich interessieren. Ich meine, beim Glücksrad kann man den ja gewinnen. Ich habe es noch nicht geschafft. Von daher würde mich auf jeden Fall interessieren, wie es bei euch so aussieht. Gut, wir sind doch erstmal wieder durch. Umbauen kann ich später. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.